10 mal 10 Zentimeter. So groß sind die besonderen Gedenktafeln, um die es heute geht. Die sogenannten Stolpersteine sind aus Messing und werden im Boden eingelassen. In Europa gibt es mehr als 90.000 dieser Tafeln. Mit den Stolpersteinen soll an jene Personen erinnert werden, die zur Zeit des NS-Regimes deportiert, misshandelt, in den Tod getrieben und ermordet wurden. Auf den Gedenktafeln sind Name, das Geburtsjahr und Stichwörter zum weiteren Schicksal der Opfer eingraviert. Sie werden jeweils vor den Wohnhäusern in den Boden eingelassen. Durch die Gedenksteine soll die Erinnerung an diese Menschen in unseren Alltag geholt werden. Die Idee stammt vom Kölner Künstler Günter Demning, der im Jahr 1995 in Köln den ersten Stolperstein verlegen ließ. Zu Beginn gab es hierbei durchaus auch kritische Stimmen. Ist es okay, dass die Steine auf dem Boden platziert sind? Der Künstler sagt, ja. Er wolle die Steine in das Stadtbild integrieren. Wer die Namen lesen will, muss sich verbeugen und bewusst hinschauen. Im Marburger Stadtgebiet gibt es seit dem Jahr 2006 über 100 solcher Bodentafeln. Ihr findet diese zum Beispiel in der Schwanallee, in der Wilhelmstraße oder auch in der Oberstadt. Die Informationen zu den Menschen wurden unter anderem von Marburger Schülerinnen und Schülern zusammengetragen und in Zusammenarbeit mit der Geschichtswerkstatt aufbereitet. In Marburg werden regelmäßig Aktionen durchgeführt, um die Steine und ihre Bedeutung besonders in den Blick zu nehmen. Hierzu zählt beispielsweise das Format Sichtbar machen, die meist im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus stattfinden. Neben der Reinigung wird an jedem Stolperstein eine Kerze entzündet sowie eine Blume niedergelegt. Auf diese Weise soll den Marburgerinnen und Marburgern, die Opfer des Nationalsozialismus wurden, aktiv gedacht werden.